Ein wunderschönes Hallo und willkommen bei Destiny mal wieder, wo wir jetzt die Story fortsetzen, das Archiv. Und ja, da machen wir weiter. Dann fliegen wir mal zu Venus. Da sind ja nicht mehr so viel. Zwei Missionen, glaube ich, und der Strike. Und dann geht's zum Mars. Danach. Das hier kam gerade über einen sicheren Kanal vom Kryptarchen rein. Das Ishtar-Kollektiv umfasst die größten Denker des goldenen Zeitalters. Ihr Archiv ist ein Wissensschatz, den die Gefallenen niemals in die Finger bekommen dürfen. Sichere das Archiv, dann stehen die Kryptarchen in deiner Schuld. Das Archiv ist unter dem Geröll der Akademie vergraben. Es wird nicht lange dauern, bis die Gefallenen alles abgetragen haben. Wir sollten es finden, bevor sie uns zuvorkommen. Okay. Dann gehen wir mal zu die Akademie. So, die hier vorne brauchen wir nicht töten. Die ganze Kleinkram auf dem Weg. So was muss mir mal passieren. Immer mir. Das ist ja öffentliches Gebiet hier. Da braucht man jetzt nichts zu machen. Aber hier müssen wir lang. Da werden wir mal alles wegmachen. So. Hier unten war ja letztens die goldene Truhe. Die haben wir natürlich eingesammelt. Hier war sie. Und jetzt müssen wir, glaube ich, ein Stück weiter. Ach, hier kämpfen sie wieder, die Gefallenen und die Vex heißen sie. Aue! Sniper! Weg mit euch! Jetzt müssen wir erstmal das ganze Ding hier reinigen. Haut doch mal ab, ihr blöden Sniper. Oh. Astreiner Kopfschuss. Ja, hier unten laufen auch Sniper von den Vex rum. Die jetzt nicht mehr da sind. Boah, diese Fetten, die hasse ich ja über alles. Nein. Na. Ja, das Nachladeproblem, so wie immer. Ich will schießen und dann lädt er nach. Hier war doch noch irgendwo einer. Jawoll. Ah ja, Granaten werfen. Aus jedem Gegner könnten schöne Gegenstände rausfliegen. Also sollte man immer alles reinigen. Weil der kleinste Gegner kann auch ein legendäres Objekt fallen lassen. Dude. Keiner hat was fallen lassen. Naja. Mal gucken, wo wir noch hinkommen. Ah, hier ist wieder öffentlich. Hier laufen wieder andere Spieler rum. Ein Level 11er? Sniper. Ihr dreckigen Wichser.
Weg mit euch. Da ist er. Dann kann ich euch auch noch wegrotzen. So, wunderschön. Lol, wir müssen hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Aha, hier entlang. Okay. Hier kann man nichts mehr durchlesen. Auf jeden Fall müssen wir hier lang. Der Pfeil zeigt immer hier lang. Das ist diese blöde Missionszone. Da kann man nicht mehr spawnen. Nur wenn man zu zweit ist, kann man spawnen. Ansonsten geht es zum Kontrollpunkt zurück. Und Sniper. Die dreckigen Wichser. Hä? Aua. So. Auf Wiedersehen. Du wurdest gerade in deine Atome zerlegt. Oh, ein kleiner Todesstern läuft da auch noch rum. Beziehungsweise fliegt. Lasst mich in Ruhe. Okay. Da laufen einige Gegner gerade rum. Feinkills als Warlock. Fast Rang 2. Na, na, na. Goldener auch mit bei. Dieser kleine Todesstern ist um Gold. Oh yeah. Da liegt was Grünes. So. Noch was Grünes und ich bin im roten Bereich. Nicht gut. Oh. Der hat eine kleine Pyramide fallen lassen. Ja, Ethersaat. Brauche ich nicht. Da, das Archiv. Die verlorenen Geheimnisse des goldenen Zeitalters. Seit Jahrhunderten unberührt. Ach so. Die wollten hier echt keine Besucher. Eine Radial-A-Verschlüsselung. Kein Problem für mich. Bitte nach dir. Okay. Ui. Das war schon einige Zeit nicht mehr auf. Halle des Flüsterns. Es geht tief nach unten. Das gefällt mir gar nicht. Unglaublich. Das Archiv hat teilweise noch Energie. Ah, hä? Man sollte sich auch immer schön umgucken. Da kann ja überall mal was liegen. What? Willkommen, Dr. Schirr. Oh. Bitte Sicherheitsfreigabecode eingeben. Ich hatte mich ganz kurz erschreckt. Egal. Sehen wir uns das Terminal da vorne an. Terminal? Wo? Dieser Ort ist erstaunlich. Er ist größer als die Archive in Alt-Akra. Aha. Hier läuft eine Schiene lang. Aha. Okay, hier müssen wir ran, sagt er mir. Dann schau dir mal um, Geist. Danke, Dr. Schill. Soll ich die Wex-Geisteskernanalysen korrelieren? Wie höflich. Mal sehen, was Sie haben.
Dr. Schirm, eine Sicherheitsverletzung. Es gibt Eindringlinge. Protokoll 9. Was? Eindringlinge? Gefallen. Sie müssen uns verfolgt haben. Wer verfolgt uns? Niemals. Oh. Au! Du schießt mit der Sniper. Oh. Nimm das! Alter, sind sie bloß hinter mir hier. What? So macht man das. Und ich hab nur eine Pistole, Mann. Runter. Das ist alles meins hier. Er kommt auf mich zu und löst sich in seine Atome auf. Noch mehr? Hallo? Ja, da kommt noch mehr. Oh, stirb mal da hinten. Ich muss nachladen. Naja, jetzt ist er natürlich weg. Noch ein Goldener. Ah ja. Werfen können sie. Diese Drecksäge. Au! Wieder Sniper. Ui! So. Aber die kommen diesmal nicht hochgelatscht, oder? Ich guck lieber mal. Aua! Wer schießt hier? Gafft er mich an. What the fuck? Oh oh. Nachladen. Nachladen. Ja, jetzt läuft er weg. Komm doch her. So. Was jetzt davon? Schäm dich. Bam. Badam, bam, bam. Auch tot. Ihr kleinen Säcke. Jetzt sind ja wieder gefallen, ne? Eigentlich kommen hier keine komischen Wächs, also Roboter. Guckt ja wieder hässlich um der Ecke. Warte! Oh. Meine Güte! Könnt ihr mich auch mal in Ruhe hier alles angucken lassen? Nein, wir lassen hier nicht alles angucken. Wie überraschen dich, wie jetzt? Ja, springen sie hier runter. Selbstmörder. Und dann sprudeln komische blaue Kästchen aus dem Kopf. Stromausfall. Fehler im Remote Hub. Routing unterbrochen. Fehler? Oh. Da muss ein Servitor sein, der von der Energie. Kleiner Todesstern kommt wieder. Der nicht so viel aus. Hey. So, jetzt bist du irgendwo anders. Deine Atome haben sich zerteilt. Dip, 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 dip. Hallo. Geht alle weg. Alle weg, weg, weg. Die komischen Todessterne machen immer ziemlich komische Geräusche. Unsichtbar sind sie auch noch. Nein! Wenn es zu viele sind, ist schlecht. Aua. Schämt euch doch mal. So, da guckt ihr das an. Was für ein Chaos, aber ich erledige das. Okay. Großartig. Sie greifen schon wieder an. Ach so. Sie wollen... Mann! Wo kommen denn die plötzlich her, Mann? Das ist ja nicht normal. Stehen sie plötzlich neben mir.
Ja, Nachladenmusik natürlich. Natürlich. Jo. Mistviecher. Lebt er noch? Nein, er ist gleich mit seiner Kollegen weggeflogen und ist natürlich unsichtbare. So. Hier muss ich auch andrücken. Ich habe es gleich wieder zusammengesetzt. Gut. Es sind immer noch Gefallene hier. Ja, immer noch. Wie viel denn noch? Wie viele denn? Wo denn? Und wieso? Ach da. Oh, ein großer Fetter auch. Den müsste ich eigentlich mit meiner... Nein! Nein! Fehler von mir! Großer Fehler von mir! Fehler! 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 Was hing denn da? Eine scheiß Laterne oder was? Hey, da kann man nicht durchschießen und sie fliegt auch nicht weg. Was war hier? Ja, dreckiger. Aua. Dreckiger Stein. Oder Kristall. Dann mache ich halt eine Rakete. Hier, das gefällt euch doch. Alle tot. Bringt euch alle um. Jetzt habe ich keine Raketen mehr. Der Vogel lebt immer noch. Sterbt. Jetzt bin ich hier unten. Ich bin euer Henker. Beziehungsweise Henkerin, weil ich spiele ja eine gute Frau. Warte! Ich mag diese Großen nicht. Und den hauen sie mal ab. Und es ist tot. Na, na, da oben. Bam. Oh, waren schon ein paar. Na. Sind wir fertig? Mr. Geist? Zurück zum Archiv. Ah ja. Beende es. Okay. So, jetzt kannst du mal friedlich gucken. Dieses Archiv ist erstaunlich. Aha. Wege in andere Galaxien und Karten von einer Wex-Unterwelt namens Gläserne Kammer. Hoffentlich kann der Kryptarch etwas damit anfangen. Ich gebe ihm Bescheid. Ich gebe ihm Bescheid. Tanzen wir erstmal wieder eine Runde. Total sinnlos, einfach mal irgendwo tanzen. Warum auch nicht? Nichts bekommen. Naja, brauche ich auch nicht. Jetzt würde, glaube ich, das Auge des Torlords kommen. Glaube ich. Können wir ja mal gucken. Venus. Jawohl, Auge eines Torlords. Und dann würde... Lol, davor kommt das noch. Geißel von Winter. Das ist nämlich Level 12. Und das 13. Okay, dann kommt im nächsten Part das. Ja, das machen wir dann auf 20. Ja, dann sag ich mal, dann sehen wir uns beim nächsten Part bei Geißel von Winter. So Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.